Moin, moin, herzlich hallo und willkommen zu Genau richtig, FIFA Let's Play FIFA 17. Heute spielen wir gegen den FC Bayern München. Ja, Top-Spiel. Dementsprechend stellen wir ein bisschen um. Und zwar, ich hatte ein bisschen überlegt, den Dragovic jetzt reinzubringen, weil er im letzten Teil der Tat ja so ein bisschen doof da aussah. Aber ja, Dragovic wollte auch noch spielen, also lassen wir ihn drinnen. Und Kevin Volland. Ja, gleich rein. Anstatt Kießling, weil Kießling, ach, da hatte ich in den letzten Spielen ein gutes Spiel gespielt, ne? Das ist schwierig. Das ist schwierig, aber wir verlassen das jetzt mal so. Weil Kießling hat ja eigentlich ein gutes Spiel gespielt, ne? Gegen Leipzig, der hat die Tore geschossen. Also, vielleicht heute gegen die Münchner auch, mal schauen. Wir sind 5 Punkte hinter den Münchnern, das heißt also, wenn wir heute gewinnen sollten, das ist die Meisterschaft wieder offen. Wenn nicht, ja gut, dann würden wir ja schon fast sagen, dass es vorbei ist. Wir spielen heute in den schwarzen Trikot und lassen die Münchner in weiß spielen, wie es auch in echt so war. Und ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, die Münchner in weiß. Das ist eigentlich nicht so oft gewesen in dieser Saison. Aber gegen Leverkusen war es da. Ja, Schnee ist richtig. Wir hatten im April Schnee. Ist klar. Also, Schnee weg und dafür hatten wir. Ja, es war bewölkt, ne? Bedeckt, bewölkt, bedeckt. Ja, eher bedeckt als bewölkt. War eher bedeckt als bewölkt. Oder war es eher bewölkt als bedeckt? Egal. Ist ja fast schon Wurst. Also, ja, ist ja fast Wurst. Ist ja fast Wurst. Also, von daher gucken wir mal. Heute also zum Top-Spiel. Ja, wenn wir die München noch heute gewinnen sollten, wenn es ja echt gut wäre, können wir die Meisterschaft noch teuer feiern? Vielleicht, eventuell. Wenn nicht, ja, dann nicht. Im Hinspiel haben wir 2 zu 4 verloren, ja, weil wir eben nach dem 2-2 eben sehr hohes Risiko eingegangen sind. Und ja, das Risiko dann halt einfach ein wenig daneben gegangen ist. Also hoffen wir mal heute darauf, dass das Risiko klappt. Dass heute Stefan Kießling nochmal trifft. Und hoffen auf alles Positive. Ja, und hoffen nicht darauf, dass Manuel Neuer alles hält. Und damit willkommen aus Leverkusen zum Topspiel. Zwischen den Tabellenzweiten und Tabellenersten. Das ist natürlich das Spiel um die Meisterschaft am 29. Spieltag. Ja, es sind dann nur noch 5 Spiele. Also es ist ja nicht mehr viel. Nach diesem Spiel sind es noch 5. Und dann sind 15 Punkte noch zu erreichen. Und wenn wir hier heute nicht die Münchner besiegen sollten, 5 Punkte in 5 Spielen aufholen, ja, kann man machen. Aber ich glaube, die Münchner haben grundsätzlich ein relativ leichtes Restprogramm. Also, da dürfte eigentlich keiner mehr den Münchnern beinstellen. Gegebenenfalls wir. Ja, 2 Punkte kann man noch aufholen. Ja, 2 Punkte kann man noch aufholen. Ja, wenn wir gegen Leipzig im letzten Spieltag gewonnen hätten, hätten wir sogar gleich ziehen können. Dann wäre das ein Torverhältnis-Festival gewesen. Also hätten wir hier Tore schießen müssen. Aber sowas von. Aufstellung von uns. Ja, wie erwähnt, Dragovic kommt rein für Tah, aber sonst lassen wir alles gleich. Dragovic, weil er eben spielen wollte. Im letzten Teil ja gesehen, im letzten Teil ja gesagt. Aber im letzten Teil nicht gemacht. So, also in echt ist dieses Spiel 0-0 unentschieden ausgegangen. Also 0-0 wäre auch okay. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist ein 0-0 nicht okay. Dann können wir damit die Meisterschaft abhaken. Beim 0-0. So, Schiedsrichter ist heute Schönlebe. Gucken wir mal, wie es denn heute laufen wird gegen den FC Bayern München in den weißen Trikots. Die natürlich hier heute viel vorhaben. Heute haben sie vor, die Meisterschaft zu feiern. Theoretisch können sie es noch nicht tun, weil selbst wenn sie gewinnen sollten, haben sie 8 Punkte Vorsprung. Wir haben ja noch 5 Spiele. Also das ist noch theoretisch möglich. Noch theoretisch möglich, aber das heißt nichts. Und damit willkommen zum Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München, das Topspiel.
wahrscheinlich in dieser Saison, der Meister gegen den Vizemeister. Da können wir gleich, so weit können wir uns aus dem Fenster lehnen, dass es so kommen wird, dass das hier heute das Spiel zwischen dem Meister und dem Vizemeister wird. Die Frage lautet aber nur, wer Meister und wer Vizemeister wird. Tendenziell werden wir ja Vizemeister. So, Kiesling. Ja, guter Pass. Und jetzt die Möglichkeit zum 1:0. Das ist Elfmeter. Es ist kein Elfmeter. Ist Abseits. Ist Abseits. Ich habe so ein bisschen gerade spekuliert, dass es eventuell Elfmeter sein könnte. Aber ich habe vergessen, ich habe ja Handspiel ausgeschaltet. Ja, ja. Aber im Grunde genommen, im gesamten Let's Play, wenn man sich das mal so anschaut, war das sinnvoll. Es war sinnvoll, weil es gab so einige Situationen, wo man hätte sagen können, ja, Handspiel und dies, das, anderes. Und wir hätten eventuell Nachteile gehabt. So, aber diesmal nicht der Fall. Ryan Jellyfish! Nee, doch nicht. Steffen Giesling war's. Beiden ist es irgendwie gleich, ne? Es ist schon tragisch. Ja. Schade, dass der Ball ein bisschen zu hoch geht. Aber aktuell sind die Münchner da hinten ein bisschen am Rudern. Ungewöhnlich. Dafür, dass die Meister werden wahrscheinlich. Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Wir haben ja noch einige Spieltage. Bellarabi. Guter Pass. Und Wendell. Schöner Luglu. Kiesling. Erstmal nämlich aufbauen. Erstmal nämlich gucken, wo steht wer frei und wann kann wer sogar angespielt werden. Aber so. Ja, so geht das nicht. So geht das nicht. So kannst du das nicht spielen, so kannst du auch eigentlich nicht. Ja, so spielen wir eigentlich regelmäßig, ne? Aber ich habe auch die letzten Male die Teile angeguckt. Eigentlich, spielertechnisch, habe ich eigentlich das Ziel bei FIFA 17 erreicht. Ich habe ja jedes Mal als Spielziel, dass wir ein bisschen besser werden. Und im Endeffekt sind wir es überhaupt. Also muss man einfach mal so sagen, spielertechnisch sind wir besser geworden. Also können wir diese Saison wirklich vielleicht öfter mal online spielen. Öfter online heißt wahrscheinlich, dass wir auch unter anderem die Virtual Bundesliga spielen. Habe ich ja schon mal irgendwo, glaube ich, gesagt, dass das so ein bisschen mein Plan ist. Ribéry. Natürlich mit dem Stadionturnier ist es jetzt momentan so. Ja, also mit der Karriere funktioniert ja vieles. Stadionturnier eher weniger. Odlin. Keine große Komplikation. Das war die erste Chance der Münchner. Und jetzt versuchen wir sie mal auszukontern. Ja, versuchen. Versuchen, aber nicht machen. Vidal dazwischen. So, der neue. Carlo, der natürlich eigentlich nicht bei den Münchnern spielt, aber in diesem Spiel dahin gewechselt ist. Und da haben sie das gut verteidigt. Lewandowski. Da müssen wir nämlich aufpassen, dass er heute hier nicht nach vorne kommt. Ich glaube, Lewandowski hat im Hinspiel auch schon, glaube ich, 2 Tore erzielt. Aber er ist eigentlich nicht der gefährlichste Spieler. Ich glaube, Arjen Robben ist aktuell Torschützenkönig. Weil er am Anfang der Saison so viel getroffen hat. Das ist der Unterschied. Weißt du, er hat am Anfang der Saison einfach wie am Fließband getroffen und mittlerweile einfach gar nicht mehr. Aber das ist halt einfach manchmal so. Manchmal musst du auch am Anfang der Saison einfach richtig gut dabei sein. So, und dann irgendwann, ne, triffst du einfach nicht mehr. So ist es im Leben. So, Alaba. Und die nächste Möglichkeit der Münchner. Aber denkst du, Dragovic dazu? Der macht sich heute gut. Österreicher. Hat sich in den letzten Spielen ja immer dann immer so mittelmäßig gezeigt, aber heute hat er eine gute Leistung. Weißt du, da gibt es ihm wirklich die Chance, sich da zu beweisen und dann kann er das. Ist gut, ist gut. Aber trotzdem hier ruhig bleiben, wir spielen.
gegen irgendwen, sondern gegen den Münchner. Auch wenn wir heimstark sind. Auch wenn wir zu Hause, glaube ich, noch kein Spiel verloren haben. Die Niederlagen, die wir eingeheimst haben, haben wir aber alle auswärts geholt. So, Lahm. Die nächste Möglichkeit. Ängste. Brandt. Brandt mit der Chance. So, jetzt einfach mal rüber und dann die Chance und Neuer kriegt den. Ah, das war die Riesenchance. Ja, natürlich, du könntest den natürlich da auch als Flanke bringen, dann zu Kiesling oder zu Çalhanoğlu, aber grundsätzlich die Flanke, dann läuft Neuer aus und packt sich den Ball und dann hast du es. Aber das war hier die Chance, weil der Neuer drinnen geblieben ist. Unerwartet. So, Ecke. Locken wir. Oh, brauchen wir die Locken? Gut, dann machen wir mal kurz passen. Jellyfish. Und genau das meinte ich. Damit hatte ich nämlich gerechnet, dass der Neuer eigentlich rausläuft. Aber mit dem Pass, da hat er natürlich gemerkt, wenn er dann rausläuft und den dann nicht kriegt, dann ist es ein sicheres Tor. So, Xabi Alonso. Der ist komplett durch. Das heißt also, der ist nicht fit gewesen am Anfang des Spiels. Heißt wahrscheinlich, dass er ausgewechselt wird gleich. Unmöglich. Wahrscheinlich hat er einfach nur viel gespielt. Die München hatten, glaube ich, unter der Woche Champions League. Und dann war's das. 0-0. Ja, wir sind besser. Wir sind besser. Wir müssen eigentlich nur noch das Tor schießen. Und wenn wir das Tor schießen, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Münchner doch noch irgendwo straucheln. Und dann haben wir vielleicht doch ja noch die Chance, hier Meister zu werden. Das wär's. Aber, ne, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das kann auch böse nach hinten losgehen. So, ja. Alles ausgeglichen. Wir haben das Topspiel, daher spielen die anderen Mannschaften nicht. Und wechseln. Ah, die Überlegung ist ja, ob wir jetzt da vorne irgendwas tun. Oder Çalhanoğlu rausbringen für Engel. Das ist nämlich die Frage. Also eigentlich müssten wir das machen. Vielleicht ist es nämlich so, dass Björn Engel vielleicht da hier noch irgendwie irgendwas bringen kann. Die werden wir wieder wahrscheinlich so bringen. Wie die letzten Male auch. Oder wir brauchen ihn nicht bringen. Jellyfish, schöner Pass auf Kiesling. Ah, schade. Das wäre hier die große Möglichkeit gewesen. Aber leider ist es nicht der Fall. Lahm. Und Müller zu Xabi Alonso, der anscheinend irgendwie nicht ausgewechselt wird. Also, tempotechnisch dürfte er gar nichts mehr drauf haben. Hier nur zur Stelle. Wenn der den nicht gekriegt hätte, wäre er reingegangen. Glaubt mir mal. Lewandowski war da eigentlich relativ gut zum Kopfball gegangen. Das wäre bitter geworden, ey. Also, die Münchner sind heute wirklich das schlechtere Team. Wir müssen einfach nur konzentriert das Spiel hier runterspielen. Ja, 0-0. Ja, weißt du, wenn wir das Spiel gegen Leipzig nicht unentschieden gespielt hätten, hätte ich hier beim 0-0 gesagt, ja super, dann haben wir zumindest da einen Punkt geholt, haben nicht das Ding verloren und das ist die Möglichkeit und Alaba kriegt den vorher. Und, ja, der Neuer war da jetzt ganz schlecht, ey. Alk! Und der Alaba kriegt den vorher, was für eine Kacke. So, hier nochmal zu sehen. Ja, klar, kein Tor. Der hat ihn da vorher noch gekriegt, aber... Das wäre es gewesen hier. Das wäre es hier fast das 1-0 gewesen. Ja, schön, dass wir es hier nochmal sehen in diesem Spiel. Den haben wir noch nicht so oft gesehen, dass die Torlinientechnik funktioniert. Ja, aber jetzt sollte es eigentlich nicht sein. Eriksen kommt rein für Vidal. Okay. Und Xabi Alonso muss anscheinend weiterspielen. Bart Stuber kommt noch rein. Oder auch nicht. So, also die Münchner wechseln dreimal gleich aus. Die sind wahrscheinlich überhaupt nicht zufrieden mit ihrer Leistung heute. Die hätten hier fast das Gegentor gefangen. Çalhanoğlu. Ja, guter Pass. Jellyfish, schade. Also heute die Abwehr der Münchner kompakt
gut dabei. Das haben wir in München anders gesehen. Ja, Möglichkeit. Das haben wir in München anders gesehen. Und jetzt machen wir den Wechsel, den ich ja erwähnt hatte. Wir wechseln Çalhanoğlu aus und dafür müssen wir wieder Björn Engel rein. Vorne im Sturm Kießling, das bringt nichts. Der macht heute nicht seine Tore. Der schießt irgendwo sonst wohin, aber der macht nicht die Tore. Dementsprechend darf jetzt Chicharito vorne dabei sein. Wir spielen jetzt dieses gegen den SC Freiburg. Na gut. Ihr hört, ich bin erkältet. Es ist einfach doof. Ich will jetzt die Erkältung nicht das zu Schulde bringen, dann von wegen. Deswegen machen wir hier das Tor nicht, aber. Nee, ist ja nicht so. Also, Chicharito rein für Stefan Kießling. Bender. Jellyfish. Was soll jetzt einfach gucken? So, Jellyfish in die Mitte laufen. Ja, ich wollte ihn da eigentlich schön in die Mitte spielen. Okay, jetzt trotzdem kommt er hin, wo ich wohin wollte. Bellarabi rübergespielt. Und Neuer. Also eigentlich sollte er in Richtung Jellyfish gehen, der Ball. Warum er jetzt so weit rüber geht, weiß ich nicht. Ecke. Ecke kommt. Und nicht Ecke. So, 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja, hier nochmal die Chance. So, nächstes Mal wieder locken, sehen, okay. Machen wir das so. Chicharito, schöner Pass. Bender! Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann der Ball ins Tor geht. Aber es muss innerhalb der nächsten 18 Minuten sein. Und dann machen wir hinten dicht. Dann stellen wir alle nach hinten. Müller. Sanchez. Der von Xabi Alonso kam. Lahm. Wieder zurück. Müller. Wir müssen verteidigen. Wir müssen die Passwege zustellen. Ah, gute Grätsche. Ja, in letzter Zeit grätsche ich ein bisschen mehr. Liegt einfach daran, dass mir viele auch geschrieben hatten, so von wegen, es gibt auch die Grätsche-Funktion. Du musst nicht versuchen, irgendwie, wenn der Ball dir viel zu weit weggeht, dann kannst du auch mal grätschen. Klar, gelbe Karte, ganz ehrlich, so wenig gelbe Karten, wie ich gekriegt habe, ist auch mal eine gelbe Karte auch okay. So, Chicharito. So. Ach, die Münchner spielen jetzt erst nicht Champions League, okay. Spielen jetzt gegen Juve. So, Jellyfish, Engel. Ja, gut durchgesetzt. Björn Engel mit der Möglichkeit und Neuer. Kopfball, Jellyfish. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann der Ball denn ins Tor geht. Jellyfish. Ah, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir müssen jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten das Tor schießen. Aber wir sind die bessere Mannschaft. Das, was die Münchner mit uns gemacht haben in der Allianz Arena, machen wir mit denen hier. Nur die Frage der Zeit, wann das Tor fällt. So, Einwurf. Was war das denn? Wir werden jetzt hier gerade so ein bisschen nervös. Chicharito. Schön rausgespielt, Bellarabi. So, Engel steht da frei. Björn Engel. Ah, schade, aber trotzdem. Chicharito! Und der Ball geht an die Latte und es ist drinne! Es ist drinne! Und es zählt nicht. Das kann nicht sein. Und es ist richtig, es ist doch so eine Scheiße, ist das. Ja, die Meisterschaft heute im Pech verloren. 5 Punkte in 5 Spielen aufholen, ja gut, kann man machen. Das ist, es wird wieder fast schon Showdown-like. Aber ich denke mal nicht, dass dieses Mal das Spiel mitspielt. Dementsprechend hier 0:0. Ja, wir haben ein Tor erzielt. Es zählt aber nicht. Es ist bitter. Es ist bitter. Und am Ende müssen wir uns mit dem 0:0 zurecht finden. Wir hätten ein Tor verdient. Die Münchner heute harmlos. Die waren heute zu harmlos. Und
Björn Engel hat das heute richtig gut gebracht wieder, aber eben, es hat das Tor gefehlt. Es hat das Tor gefehlt und am Ende steht es 0-0 und am Ende fragst du dich, warum? Du warst das bessere Team, hast es nicht geschafft, gegen den deutschen Meister das Tor zu erzielen. Bitter, bitter, bitter. Ja, wir waren 8-2 Chancen. Also, bitter. Aber nun gut. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie das jetzt in den nächsten Spielen läuft. Als nächstes spielen wir ja gegen Freiburg. Ziele gefährdet. Unsere Nachwuchsarbeit. Aber ich habe doch eigentlich... Ich habe 8 Spieler und davon kann ich doch zum Beispiel Spieler wie Björn Engel einfach reinbringen. Ich verstehe das jetzt ehrlich gesagt immer nicht. Die anderen Ziele sind eigentlich... Ja, okay, 7 haben wir von 15 Spielen. Verstehe ich trotzdem nicht. Es reicht 15, verstehe ich nicht. Also, ich verstehe auch nicht, warum 15 Heimspiele. Wir haben noch 17. Naja, egal. Wir sind 5 Punkte hinter den Münchnern und Übungszwecke technisch müssen wir jetzt einfach mal gucken, wenn wir denn Übungszwecke technisch mal ein bisschen trainieren, wahrscheinlich am besten Vollert, weil der ja eigentlich eine gute Partie spielt, aber wir haben ihn ja dieses Mal rausgetan, weil wir davon ausgegangen sind, dass der Kießling das schon irgendwie macht. So. So, wenn die Trainer das so wollen, dann machen wir das auch mal so, dass wir hier solche junge Spieler hier wirklich fördern, wie Costa, Nicola Costa. Er kriegt aber richtiges ab, wenn man hier sowas, wenn er hier sowas richtig gut macht. Dann Hanna oder Tar, ja, Tar. Ja, der kriegt auch ein Ab bei Abfangen. Und als letztes gehen wir dann beim Außenverteidiger und nehmen dann Wendell. Ja, der kriegt auch das ab, sehr schön. Also, gucken wir mal, wer denn Stelke besser wird und wer nicht. Ja, natürlich. Unser Jugendspieler, der wir nicht einsetzen, hat ein F gekriegt. Das ist natürlich bitter. Bittere Kiste. Aber was soll's. So. Auskuriert. Das heißt, ein Spieler darf wieder eingesetzt werden. Und das ist... Ach ja, unser Finne. Der ist ja jetzt wieder fit. Aber das ist ja nicht so schlimm. Der spielt eh nicht mehr. So, wieder eine Nachricht. Schottland, ja, warum nicht? Nein, natürlich nicht. Ich habe ja gesagt, wir machen keine Nationalmannschaften. Dazu sind wir kurz vor Ende der Saison und dann bringt das eh nichts. So, aufstellungstechnisch. Ja, wir haben eigentlich viel richtig gemacht. Aber wie eben gesagt, Chicharito ist besser als Kießling und Kießling kommt jetzt auch wieder auf die Reservebank. Jellyfish schon mal auch raus, dafür Volland, weil es bringt nichts. So, machen wir jetzt Bailey noch rein für Brandt. Und, na, Bellarabi. Für wen willst du Bellarabi bringen? Das ist die große Frage. Tar für Toprak oder eher nicht? Na, eher nicht, ne? Er bringt das nichts. Es hat ja in der Innenverteidigung funktioniert, so ist es nicht. Das ist ja die Sache. Es hat bei der Innenverteidigung funktioniert. Also von daher, ne, wir haben zu 0 gespielt. Wir haben gegen den ersten zu 0 gespielt. Da kannst du nicht viel ändern. Und damit verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns zum nächsten Mal gegen Freiburg, hoffentlich. Bis dahin, macht's gut.